Herzlich willkommen, eure Freunde, zu Minecraft Dungeons. Im letzten Part habe ich diese coole Axt hier gefunden. Mega cool ist. Obwohl, das Leben ist auch sehr cool. Ich möchte die mal ganz kurz testen. Möchte ich die mitnehmen? Weil eigentlich liebe ich die Leben, Leute. Vielleicht schaue ich mir erstmal die Verzauberung an. Oh, Wirbeln ist natürlich wieder sehr gut. Kritischer Treffer, okay. Schärfe ist natürlich auch. Oder Echo. Oh. Cool. Ist auch cool. Ach man, ey. 685 Schaden macht die und die macht. Bis 700. Oh, da habe ich mich aber nicht schnell entschieden. Das lebe doch ein bisschen besser, da kann ich die zumindest hier sammeln. Dann habe ich die halt einfach. Cool. Okay, Leute. Heute werden wir mal wieder nicht den Dungeon hier machen. Den haben wir immer noch nicht, ey. Schrecklich. Schrecklich. Dann werden wir heute die Kakteenschlucht machen. Da ich noch keine 80. Wirklich ein bisschen weit weg bin von 80, würde ich sagen, nehmen wir nochmal den Schwierigkeitsgrad. Im nächsten Part werden wir den dann 1 höher machen. Ich hätte eigentlich noch gerne einen anderen, hier, Peng Peng. Feuerwerk Körper. Hätte ich gern noch. Der Erzillager will mit Hilfe. Das haben wir ja schon. So. Super. Also, wo geht's eigentlich hinten hin? Hier ist einfach nichts. Okay. Cool. Mir kommt es eigentlich so vor, als wäre es gestern, dass wir den Dungeon hier gemacht haben. Aber wir haben den noch nicht im Schwierigkeitsmodus. Okay, da sind die ersten. Ja, danke. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ja richtig viel geguckt. Aber. Ich habe außerdem richtig seltsam geträumt. Ich habe geträumt, ich wäre der Schule. Im Matheunterricht. Das war der erste Schultag. Ich hatte mein Mathebuch nicht mit. Ich konnte da nicht mitmachen. Und ja, die Lehrerin fand das gar nicht toll. Ja, Moritz, wieso hast du denn dein Mathebuch nicht mit? Ich so, ich wusste nicht, dass wir heute am ersten Schultag Mathe haben. Hat mir niemand erzählt. Mann, Moritz, man nimmt doch am ersten Schultag jedes Buch mit. Hallo? Nee. Ja, gut. Das war dann auch der Traum. Aber naja. Hätte ich schon gesagt. Okay. Aua. Mann, ihr übertreibt hier. Ja. Noch eine. Lass mich mal nicht hochlaufen. Okay, ich komme schon mal hier. Sonst hab ich hab gestern noch die neue Folge. Oh Gott. Ich finde das so den Anime ist cool. Das ist jetzt eher so eine Dokumentation über einzelne Pokémon. Sahnenfolge, dieser Sahn entwickelt. War sehr, sehr interessant zu sehen. Und ja, echt eine gute Serie tatsächlich. Viel besser als Alola Kacke, ey. Muss mich mal eben anders hinlegen. So. So ist gut. Oh, da kommt schon wieder jemand. Dann habe ich gestern noch Legacies fertig geschaut. Das ist wieder sehr gut. Von The Originals. Beziehungsweise The Originals ist die Spin-off-Serie von. Hier Dings. Diary. Das ist auf jeden Fall besser als die Originalserie.
The Originals. Originals ist einfach das Beste, ey. Beste. Im August, ne? Da kommen echt viele Serien und Filme, die ich gerne schauen möchte. Das hat mich echt gewundert. Ich habe die ganze Zeit voll ist jetzt hier. Ne? Einmal Scooby-Doo, der Film kommt raus auf Netflix, da freue ich mich drauf. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. The Rain, ne? The Rain, diese, ja, also so cool finde ich die Serie nicht, aber ich dachte mir, komm, ich schaue mir die dritte Staffel an, weil ich habe Staffel 2 auch geschaut. Will ich jetzt nicht als die besten Serien betiteln, wie es manche machen. Ich verstehe ehrlich gesagt den Hype nicht so ganz. Ey, auch nicht. Alter Schwede, ey. Bitte schön hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, sehr schön. Dann haben wir hier noch The Seven Deadly Sins. Geht in die dritte Runde. Erste Staffel fand ich ganz cool. Beim Rewatchen ist mir halt aufgefallen, dass mich dieser Zeichenstil sowas von irritiert und ich mir nicht noch ein zweites Mal anschauen konnte. Ja, ist ein bisschen seltsam, ich weiß, aber irgendwie catcht mich dieser Zeichenstil nicht so.
Ist mir alles so aufgeblasen aus. Eine schlechte Rüstung, wow. Bitte schön. Die Leber. Ist ja hier ein Witz. Ein Witz, wir müssen ja eigentlich auch hier unten müssen Sackgasse, dann gehen wir erst dahin. Genau. Gut. Creepy. Super, dann haben wir noch auf der Liste Sing On, Germany. Da kämpfen dann, also da singen dann Leute halt. Ne? Moderiert wird das Ganze von Palina Rodzinski. Aua, oh Gott. Projekt Power. Ich weiß nicht mehr, was Projekt Power war, aber ich habe es da aufgeschrieben. Das würde ich dann auch ganz gerne sehen. Ich glaube, das war das. Muss das gewesen sein. Dann Aquaman kommt auf Netflix, finde ich auch cool. Venom kommt auch auf Netflix. Dann Malibu Rescue Staffel 2 oder ist es ein Film? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas von beiden. Das ist eine Gruppe von Junior Schwimmer, also Rettungsschwimmer, und die bewachen halt den Malibu Strand. Genau. So grob die Handlung. Ist ganz cool. Also ich find's cool. Und dann London Has Fallen. Weiß ich nicht mehr, was das war. Und Arcadia. Das soll irgendwie eine Magier-Serie sein. Da bin ich ja eh immer dabei. Die hat mir noch ein Kumpel noch erzählt, dass ich die schauen soll. Wenn die dann rauskommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich werde sie nicht enttäuscht von den Serien. Aber auf Lucifer würde ich freue ich mich, glaube ich, am meisten. Genannten Serien jetzt. Ja. Bitteschön. Ja, gut, gestunt ist immer sehr schön. Mann, guck mal, ich sterbe ja gar nicht mehr durch dieses TNT. Das ist ja traurig. Einfach nur traurig. Oh Gott, da kommen sie alle. Ja, ja, ja. Steckt mich fest. Nee, lass mich mal hier. Oder komm ich gleich. Oh. Ja, hallo. Oh, seid ihr viele. Haha. Hallo? Oder, da kommen sie jetzt. Da kommen sie echt alle. Okay, okay, okay. Bin ich bereit. Oh Gott, bin ich bereit. Hallo, lass mich mal hier. Ich würde mich gerne hier eine Ruhe lassen. Was haltet ihr davon? Ach, das hier. Ups. Jetzt aber nicht mehr. Sehr schön. Ja, da komme ich nicht hoch. Hier komme ich hoch. Okay. Meine, du kannst runterfallen, wenn du willst. Tust du auch. Sehr schön. Und du. Ja. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Das ist ja gar nicht hier nennenswert. Danke. Die Axtleute machen mir Schaden. Die Axtleute. Der Punkt hier. Natürlich. Sehr schön. Zack.
Schaf, ich erlöse dich mal hier von deinem Leid. Sehr gut. Lass mich mal hier zum Axtmörder. Egal, 6 und 8, 4, 6 Schaden. Oh mein Gott. Weg damit. Wahrscheinlich 5 Kreis bei mir, weil ich. Blablabla. Wupp, erhöht Rückstoß. Okay, ist ganz cool. Die Angriffsgeschwindigkeit, Bodenschuss. Boah. Ich glaube, ich nehme Angriffsgeschwindigkeit. Und Max. So. Ich nehme Rückschuss, glaube ich. Aber Rückschuss bin ich ganz praktisch. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh, wir haben nur noch 94 Pfeile. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber wir sind ganz. Oh Gott, er schießt sofort. Er schießt so. Oh, hier ist noch eine Rüstung. Hab ich hier gar nicht gesehen. Ich hab das vergessen. Ich hab's nicht tatsächlich. Naja. Ich wollte deine Kollegen gar nicht. Wir sind noch ein paar Dinge. Ich glaube, hier war ich echt nicht. Warte, was? Die ist genauso gut. Ne, die ist ein bisschen schlechter, aber hat auch weniger Verzauberung. Okay. Ah, hier. Hier waren wir gerade. Stimmt. Sehr gut. Ein Geheimnis weiß ich hier, glaube ich, ne? Ja, dann haben wir auch beide. Die Pfeile, die möchte ich mir eigentlich hier aufschlagen. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen Boss gab oder nicht. Wo ging es jetzt? Ach, da hinten in den zweiten. Deshalb behalten wir die erstmal. Aber einen Fall würde ich gerne mal schießen. Vielleicht machen wir das gleich mal eben. Eine Kiste. Mit ein paar Steinen drin. Der ist auf jeden Fall gestorben. Ist er direkt gestorben? Ey. Ah ne, ist er nicht. Aber schön, wie er da einen Pfeil stecken hat. Oh, ein Wüsti-Zombie-Schild. Was hast du denn hier? Oh Gott. Weg mit euch, weg mit euch. Ja, danke. So, kann man da eigentlich rechts? Ne, da kommt man eh nicht mehr. Kommt man hier? Ne, hier ist nichts. Okay. Weiter geht's. Da kann man da, okay. Ist auch cool. Beides ist sehr cool. Mann, der hat wieder nichts gedroppt, ey. Ja. Steinchen, wohin rennst du? Mann. Einfach weg. Einfach weg. Aber das ist
einfach ja. Die Verschwendung. Oh nein, ist der Magier. Dieser Magier, ich finde den glaube ich immer noch am schwierigsten hier. Aber so langsam habe ich es raus. Einfach nur weglaufen. Einfach nur weglaufen. So, da war nichts. Hier sind noch mal ein paar Zombies. Die Betonung geht aus dem Haar. Habe ich gerade gefragt, mit welchen Knöpfen halte ich an? Ich glaube, ich habe nicht. Bitte dem. Oh nein. Das ist ja gar nicht die Kürbisweiten. Stimmt, ich habe die Dungeon verwechselt. Ups. Stimmt ja, das ist ja hier die Kakteen-Schlucht. So, die klatschen wir mal so weg. Anderes, und wer da irgendwie überlebt hat, oh mein Gott. OMG. So, da haben wir den Schlüssel, wir haben noch Creepies. Geht mal bitte weg, da oben war auch noch was. Machen wir erstmal noch die Leute weg. Hoppe. Ich hab Ärger bekommen hier. Hallo, komm mal her. So, bitteschön. Ich weiß, ich weiß. Ja,
Okay, dann holen wir uns mal den Schlüssel da. Natürlich ist das erstmal eine Falle. Oh, natürlich ist das hier eine Falle, okay. Dann kommt eine Lola links. Oh ne, danke. Mit kleines Ding. So, hier, geh mal bitte weg. Dankeschön. Und hier. So, und du nervst mich nicht hier. Da war noch ein Viecher. Du nervst, du wirst mich auch nicht weiter nerven, ey. So macht der. Ach so. So, Büke, ich brauche eine Büke. Und ich werde hier jetzt gleich fertig sein. Nice. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo die andere Kiste ist, aber okay. Wer ist denn die Kiste? Okay, der ist weg. Schon mal sehr schön. Ach, da ist eine Hexe. Okay. Hexe? Mann, allzu viele. Sind zu viele. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder was gesehen. Schmeiße ich gleich erstmal ein TNT hin. Ja, bitteschön. Oh, ist runtergeplumpt. Schade. Schade, schade. Und Axt-Heidi. So, geh du auch bitte mit, danke. Ich muss jetzt die Pfeile. Das tut weh. Das tut echt weh. Ich meine, ihr seid ja schon tot, ne? Wenn ich euch töte, dann sollte euch das eigentlich kein Problem sein. Sollte für euch kein. Oh Gott. Für euch kein Problem sein. Oh Gott. Okay, da geht's weiter. Da gehen wir gleich erst hin. Hier war's? Ne, hier ist gar nichts. Wow. Oh, ich habe da unten einen Bereich übersehen. Gehen wir da noch eben hin. Sieht irgendwie seltsam aus. Na, ist es aber glaube ich nicht. Na, hallo, du. Ach nee, das ist geil. Das ist geil. Oh, cool, er trägt eine Schaufel. Schon cool. Oh, da ist noch ein Magier.
Oh, komm, komm her, kleines Viech. Jetzt hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut gemacht. Hier ist aber auch wieder nichts, ne? Nichts, nichts. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ach, Gott. Ich überlege gerade, was ich gleich essen soll. Und das weiß ich nämlich noch nicht. Oh, hier ist schon das Ziel. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ist das ruhig hier. Oh, ja, war klar. War ja klar. Oh, ah. Okay, ich bin, glaube ich, ins TNT gelaufen, oder? Aber das war's. Alles klar. Oh Gott. Alles klar, ist klar, ist klar, ist klar. Alter, es sind so viele. Wie soll ich das denn hier anschauen? Okay. Weg. Bloß weg mit euch, ey. So, war's das? Nee, der ist jetzt da drüben, oder was? Okay, den hab ich. Dankeschön. Wie, es gibt keine Kiste für sowas? Ist ja auch schon wieder hier. Ärgerlich, ey. Ist schon wieder traurig. Dass man für sowas nicht belohnt wird. Ist gar nicht. Auf der anderen Seite, oder habe ich hier nichts übersehen? Nee. Und hier gucken wir jetzt auch noch eben. Ist noch jemand? So, weg mit dir. Kann man da unten her? Das sieht dann auch tatsächlich aus, aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher genug. Ich glaube, man kann hier oben her, oder? Ja. Eine Vase. Ja, toll, toll. Hat sich ja gelohnt. Gelohnt, gelohnt, gelohnt. Hier hinten könnte aber vielleicht noch was sein. Nein, auch nicht. Auch nicht. Ach, schade. So schade, oder? Ich finde das schade. Nee, klappt nicht. Okay. Schade. Okay, dann gehen wir halt weiter. Oder ich meinte, ich kann da rüber. Nee, da kann ich nicht rüber. Naja, du hast den uralten Wüstentempel gefunden. Auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen? Weiß ich nicht, was ich da drin finden werde. Wahrscheinlich nichts. Nichts, nichts, nichts. So, welches Artefakt? Ja, Leute, das war's dann mit Minecraft Dungeons. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Alchemito. Bis dann. Tschüss.